Einen flauschigen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Apodia 2. In der heutigen Folge habe ich was sehr Besonderes mit euch vor. Ich kann euch aber gerne nochmal kurz unsere Base zeigen, denn ich habe heute gesehen, es wurde etwas gebaut neben den ganzen Farms hier. Und zwar haben wir hier einen Creeper, das ist auf jeden Fall sehr gut, das hilft mir im Leben weiter. Ich sehe gerade, wir haben hier sogar wahrscheinlich kleine Marktstände und es wird hier ja schon ordentlich gut gebaut. Das sollte, wenn ich mich nicht irre, alles vom Blasted sein. Auf jeden Fall gut schick dekoriert. Heute schauen wir uns aber nicht nur die Base an, denn ich hatte zwar das Ganze schon mal aufgenommen, wo ich auf der Map erkunden war, jedoch hatte ich mein Mikrofon falsch eingestellt. Darauf sind wir dann im Livestream gekommen. Das Ganze ist jetzt wieder gefixt. Das bedeutet, ihr solltet mich ganz normal hören, denn ich habe jetzt alle Koordinaten von den anderen Fraktionen, ja, sag ich mal, herausgefunden. Die, bei denen, beim Imperium war ich, bei den Hobbits und beim Kaiserreich. Das Kaiserreich ist schon gut, ja, groß, sag ich mal. Ich muss schauen, ob mal was, wo was inzwischen passiert ist. Beim Imperium war es noch nicht so viel. Da war ich nur hier und ja, da waren gerade, glaube ich, Joel Maurice zugange. Und ich wollte nicht unbedingt, dass die uns schon sehen. Beziehungsweise niemand war, okay, das Kaiserreich, da ist die Security sowieso am Arsch. Bei den Genies war ich noch nicht, aber ich habe über den Buschfunk gehört, dass die dort sein sollen. Deshalb werden wir jetzt ordentlich hier mal eine kleine Tour machen. Was ich hier ganz komisch finde: ich bin aktuell über die Fraktion informiert und ich bin mir ziemlich sicher, dass das hier die anderen vier Fraktionen die einzigen Fraktionen sind, die es neben uns gibt. Ihr seht schon, der Hafen von uns ist hier gut, ja, entfernt, finde ich auch sehr gut. Hier oben war jedoch ein Boot mit einem infizierten Dorfbewohner in einem Boot. Und da hier oben ja keine Fraktion ist, verstehe ich nicht ganz, wer das getan hat. Jedoch werden wir uns jetzt mal auf den Weg machen. Ich habe auch übrigens so ein Eichenholzboot gefunden. Und da hat man einfach ein Thronboot hinten drin. Und was ich auch noch gefunden habe, bei einem, mehr oder weniger, bei einem, oh, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißen, aber bei solchen Türmchen habe ich so ein Boxhorn bekommen. Das ist mein wertvollstes Item, by the way, Kappa. Und ich habe eine Armbrust, mit der ich auch schon gut erfolgreich war. Jetzt muss ich einmal schauen, in welche Richtung wir fahren müssen. Wir müssen nach da unten. Gerade ist von uns niemand da vom Imperium, ist eine Person on. Bei den Genie einer. Beim Kaiserreich 3. Und der Rest sind Freibeuter. Das ist schon mal sehr gut. Alles klar, wir steuern direkt auf die offenen Meere zu. Das ist auf jeden Fall schon ein praktischer Punkt. Wir können einfach über die Meer segeln, so wie wir lustig sind. Und mit meinem Kelp sieht das sogar noch besser aus, weil wenn es jetzt anfängt zu regnen, bleibt einfach meine Kiste einfach trocken. Was ich auch noch finden müsste, wäre am besten ein Sumpfgebiet. Das wollte der Rennziffer. Ich weiß zwar nicht ganz wofür, aber von dem, was ich erkundet habe, habe ich bis jetzt noch kein einziges Sumpfgebiet gefunden. Und hier ist ein Dorf. Das könnten wir uns mal ansehen. Ah, hier haben wir eine Truhe. Oh, wir haben einen Kompass. Ein paar Brote und ein Papier. Wir haben einen Kompass. Wo zeigt der denn jetzt hin? Genau, Moment mal. Der zeigt in den Süden ziemlich. Im Süden, im Süden. Dann zeigt der wahrscheinlich, weil irgendwo hier hatte ich, genau, der zeigt wahrscheinlich den Spawn hier an. Dass es jetzt Nacht wird, ist sogar gar nicht mal so blöde. Es ist zwar gerade eh nur der Polizeimann vom Imperium online, jedoch muss der uns auch nicht unbedingt sehen, auch wenn wir jetzt keinen Krieg führen. Muss ja niemand wissen, wo ich mich rumtreibe. Es gibt hier auch angeblich schon Spione, die die Fraktion ausspähen. Ich meine, unser Hafen ist davon jetzt noch nicht betroffen. Auch wenn ich bei einem den Verdacht habe, dass er ein Spion sein könnte. Warum muss immer alles hinter dem Berg liegen? Also mal ohne Scheiß.
200 Meter haben wir noch vor uns. Man sollte es jedoch eigentlich schon sehen können. Da sind schon Bäume abgefällt. Letztes Mal kam ich von der anderen Richtung. Hier schon wieder Pulverschnee. Sag mal, wo baut denn ihr eure Fraktion auf? Das gibt's ja gar nicht. Natürlich steht da wieder ein Berg davor. Ich krieg die Krise. Wir müssen auch schon mal aufpassen. Nicht, dass wir hier gleich den Polizisten über den Weg laufen. Ich glaube, wir sind richtig. Interessant. Sind Patronen. Dort ist, genau, letztes Mal kam ich nämlich von da hinten. Deshalb habe ich die Brücke da noch nicht begutachten können. Ich weiß nicht, wo ist der Polizeimann? Mir scheint die Luft ein zu sein. Dann wagen wir uns mal über die Brücke und schauen uns an, ob hier auch schon was gebaut wurde. Wir müssen ja hier auf dem neuesten Stand bleiben, nicht wahr? Hier scheint aber soweit alles leer zu sein. Das bedeutet, nächster Ansteuerungspunkt wären die Genie. Mir fällt sogar gerade ein, ich brauche mich nicht mal bei den Genies verstecken, weil wir mit dem einen Pakt gemacht haben. Und das seht ihr in der dritten Folge von Apodia. Und wie sich Supano zum Affen gemacht hat, seht ihr da auch. Nee, es war einfach bodenlos, was der Typ gemacht hat. Und zum Ende ist er noch verrückt geworden. Ich meine, das sieht sehr nach den Genies aus. Das sieht hier sehr vielversprechend aus. Ja, okay, das sind, ja, die kenne ich. Okay, hier werden Villager festgehalten. Das finde ich überhaupt nicht gut. Aber na gut, so sehr groß sieht es hier noch nicht aus. Kleine bescheidene Häuser. Gut, gut, dann ist unser letztes hier das Kaiserreich. Es sind drei Leute on. Destin PvP, Silverflame und Jamie, nicht James, ist sogar aktuell live. Aber ich war schon mal vor dem Kaiserreich, direkt vor dem, und habe sogar schon einen Screenshot für ein Thumbnail gemacht. Daher weiß ich, dass die Sicherheitsbestimmungen beim Kaiserreich jetzt nicht die erste Sahne sind. Ich hoffe nur, baut jemand von denen? Hm, weiß ich nicht. Im Baumodus ist hier keine eingetragen. Ich will da irgendwie nicht runter. Da muss ich den ganzen Berg wieder hochklettern. Wir sind auf dem direkten Wege zum Kaiserreich. Ich werde trotzdem mal den Weg hier nehmen. Denn diesen kenne ich schon. Hier bin ich bereits einmal lang getreten. Und von dort aus habe ich auch die Situation sehr gut beobachten können. Und von diesem Punkt aus ist auch der Eingang des Kaiserreiches. Und genau da vorne sind schon die ersten Mauern. Und dort noch nicht. Wenn es dunkel wäre, wäre das natürlich für mich viel praktischer. Ich werde mal dort hinten hingehen. Dort sieht man auch noch etwas besser. Und hier vorne wird ebenso schon gebaut. Was machen die denn bitte mit den Kühen hier? Das ist ja mal wieder... Übrigens, was ich euch auch noch zeigen muss. Das Kaiserreich hat wirklich Dreck am Stecken. Hey, hier scheint die Luft frei zu sein. Das habe ich letztens noch nicht gesehen. Aber gut zu wissen, hier, oh, war da jemand? Ich weiß nicht. Hier wird auf jeden Fall Massentierhaltung gemacht und zwar im ganz großen Stile. Das sind echt unterirdische Bedingungen, die hier gelten. Beziehungsweise hier gilt überhaupt nichts. Hier haben wir nämlich nochmal ein großes Haus. Und ich glaube, wir müssen sogar daran vorbei. Ich schleiche mich mal außen rum. Dort wird noch ein bisschen geterraformt. Dort war das Lagerfeuer. Hier wird auch noch gebaut. Oh, hier werden die ihre Mauern wahrscheinlich errichten. Aber na gut. Ich werde mal... Da vorne ist sogar noch eine Werkbank... Wir können mal auf die Karte schauen. Wir werden mal hier übers Wasser gleiten und von der Ferne aus das ganze Geschehen beobachten. Weil ich bin der Überzeugung, ich habe hier auf jeden Fall Massentierhaltung gesehen. Und das sehr, sehr unterirdisch. Da haben wir zum Beispiel schon einen Verteidigungsposten. Da haben wir den Eingang. Moment mal, hier wird ja auch gebaut, oder?
Nee, das ist ein angrenzendes Dorf. Zu den Hobbits brauchen wir noch nicht gehen. Dort ist nämlich aktuell noch gar nichts gebaut. Deswegen war ich dort in der Zwischenzeit auch nicht mehr. Ansonsten soll es das von der heutigen Folge gewesen sein. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne eine positive Bewertung da. Gerne abonnieren und die Glocke aktivieren, um kein weiteres Video hier auf dem Kanal zu verpassen. Ansonsten sehen wir uns bei einem weiteren Video. Haut rein und ciao, Leute.